Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat der pädophile King Olli einen neuen Song rausgebracht. Das Ganze diesmal nicht auf YouTube, da ja seine ganzen Accounts gelöscht wurden, beziehungsweise ja, von YouTube entfernt wurden. Er hat den ganzen Song jetzt auf Spotify hochgeladen. Ich muss ganz kurz schauen, wie der Song heißt. Ich hab's schon vergessen. Der Song heißt King Olli Millionär auf Spotify. Kann ja nur schlecht sein auf jeden Fall. Und ich habe gehört, der Junge ist 23, also der sieht doch aus wie 16. Schreibt mal in die Kommentare, ob der wirklich 23 oder so ist. Kranker Typ. 23, also der sieht doch nicht wie 23 aus, mal ganz ehrlich. Naja, also der hat hier den Song auf Spotify hochgeladen. Ich würde sagen, ihr hört den euch an. Ich mach's auf jeden Fall nicht. Ah, Spotify, Olli. So, Millionär King Olli. Ich würde sagen, ihr hört euch den Song einfach mal an, wie scheiße der ist. Und ich hole mir so lange was zu trinken. Boah, das kannst du ja nicht weiter reinziehen. Also ich habe hier auf jeden Fall mir einen Eistee gegönnt. Elephant Bay. Der eine oder andere kennt es als Melonengeschmack. Deutlich interessanter als das Lied, was ihr gerade gehört habt. Der Track ist ja auf jeden Fall ja, zu gelungen auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob man den eigentlich auch auf Spotify melden kann. Ich meine, er hat ja kein Bild- oder Videoclip da in Spotify eingefügt. Wird relativ schwierig. Aber wir hoffen, dass der Junge auf jeden Fall nicht in bzw. auf der Plattform YouTube zurückkommt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, Artikel 13 kommt und Peace.